Hallo Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider Anniversary. Ach, es heißt ja gar nicht Tomb, sondern Tomb, nicht wahr? Tomb Raider. Hört sich das scheiße an. Egal, willkommen zurück zu Tomb Raider. Okay, die Sprünge sehen cool aus. Das Medikit da oben, ach, ist mir egal. Ich habe schon mal vorsorglich den Panther hier wieder getötet. Und ja, wir wollen jetzt weitergehen. Dort sind ja wieder diese lustigen Mumien, nicht wahr? Die wir ja im letzten Part uns schon mal angeguckt hatten. Ich überspringe die Szene jetzt mal nicht. Ja, nämlich haben wir den über den verkackt, glaube ich. Genau, beim zweiten bin ich voll gestorben, irgendwie, weil ich zu dämlich war. Aber das ist kein Problem. Wir machen die jetzt einfach nochmal platt. Diesmal mit vollem Leben und ein bisschen mehr Skill. Das wird schon. So. Der Rock für, die hat aber auch dicke Lippen, ey. Oh, Alter. Ich muss lernen, den B-Angriff zu benutzen. Okay. Meine Fresse. Ich werd noch bekloppt. Aber naja. Ich höre es schon irgendwo glitzern. Mal wieder. Und wo kam ich denn gerade? Doch von da, ne? Ja, von da kam ich. Okay. Das heißt, wir haben hier eine ganze Menge zu untersuchen. Oha. Aber die Grafik ist gar nicht so schlecht eigentlich. Für 2007, glaube ich. Geht doch voll klar. Okay. So. Okay, dann muss ich da jetzt bestimmt ran. Ich könnte natürlich auch mal eine Runde schwimmen gehen. Ich meine, wer geht schon freiwillig ins Wasser? Bei so einem Spielen. Deswegen lassen wir das Ganze mal. Ui. Oh ja, mein Kontrollpunkt, das ist schön. Okay, oh Gott, wir müssen nochmal. Oh, seht ihr das? Oh, da darf ich gleich zweimal diesen Enterhaken-Dings benutzen. Na, das wird ja wunderschön, doch. Das war Sarkasmus. Das wird nicht wunderschön, das wird nämlich richtig, richtig schrecklich. Oh, warum hab ich jetzt ernsthaft das große Medikit benutzt? Warum bin ich so scheiße? Ich weiß es nicht. Okay. Punktlandung? Punktlandung. Gut gemacht, Lara. Hast offenbar immer was richtig gemacht. Ha! Okay, wow. Das war knapp. War schräg gerade. Wäre ein guter Platz für ein Secret. Ist aber nichts. Achso, da muss ich rein. Okay. Oh, war ja. Aha! Das habe ich gesehen. Endlich mal wieder ein Secret. Meine Fresse. Das war lange her. Irgendwie juckt meine Nase wieder. Immer wenn ich Tomb Raider aufnehme, juckt meine Nase. Das ist nicht cool. Aber naja. Okay, Lara. Ich vertraue darauf, dass du jetzt eine Punktlandung machst. Oh, das habe ich vergessen, A zu drücken. Okay, hast du gut gemacht. Okay, sie hält sich offenbar mal gut an Kenten fest. Oh, das wird jetzt richtig schlimm. Das wird jetzt richtig schlimm. Ist hier nicht irgendwie ein Kontrollpunkt? Oh Mann. Ich könnte mich einfach ertrinken lassen dann. Oh. An das zweite Ding ranhängen, das ist doch bekloppt. Okay, hat funktioniert. Oh mein Gott. Hä? Glück gehabt. Okay. Wo genau soll es denn jetzt weitergehen? Da kann ich hinter. Geh auch mal hinter. Aha.
Wunderschön. Okay. Gleich da unten. Das ist schön. Ich frage mich aber dennoch, was da im Wasser ist. Ich untersuche erstmal das Wasser. Ich prüfe seinen pH-Wert. Ja, aber ich weiß nicht genau, was es jetzt sollte. Oh, Fisch. Hallo Fisch, tust du mir weh? Nein, der tut mir nicht weh. Das ist ein ganz lieber Fisch. Wuhu. Okay, nochmal schnell auf die andere Seite gucken. Nö. Gut, dann brauchen wir wieder Luft. Und das ist voll der Grafikfehler gewesen. Bei der Seerose da. Aber was soll's. Oh, hier muss ich was... Oh, okay, okay. Tiukans Skion, Qualopex Skion. Und bald auch vielleicht das letzte. Was zum Teufel. Irgendwie habe ich es gerade geschafft. Wow, das verwirrt mich. Irgendwie habe ich es gerade geschafft, 2 zu überspringen. Weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Okay, hier brauchen wir... eine Menge Shit. Das ist schön zu wissen, aber den kriegen wir schon irgendwie. Dann ist ja auch noch eine Tür, wahrscheinlich. Kriegen wir schon hin. Ich will wieder die coolen. Ja, wuhu! Scheiße. Das war nichts. Mann, sind das coole Sprünge. Ja, ach, Lara, du bist doch bekloppt. Okay, dann ist ein Hebel. Hier ist wieder so ein Quatsch hier. Voll. Oh, hallo, Mensch. Ich hab dich gesehen. Naja. Gut, dich auch. Ich weiß schon, dass ich nicht gegen euch kämpfen darf, sonst wären eure... wären die Mobs gar nicht da, wenn man nicht gegen sie kämpfen müsste. Das wäre ja voll die Verschwendung. Ha! Ich bin hier oben, ihr Lutscher. So, Nummer 1 schon mal tot. Und Nummer 2 kriegt ihr auch noch. Das ist kein Problem. Ach, ich kleiner Tierquäler. Ist das schön. Gut, die auch mal aus sicherer Entfernung töten zu können. Finde ich schon. Oh Gott, komme ich da ran? Nee. Komme ich rüber? Nein. Ah, und den kann ich verschieben? Kann ich den verschieben? Sieht so verschiebemäßig aus. Nee, irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Okay, irgendwie. Verstehe ich nicht. Wann sie jetzt einen Doppelsprung machen kann. Naja. Okay. Einfach mal den Hebel drücken. Okay. Ich wurde doch nicht belogen. Okay, jetzt weiter. Nichts wahrscheinlich. Alles klar. Oh. Okay, dann muss ich erstmal untersuchen, wo ich überhaupt hin soll. So, warte mal. Wir nehmen mal unsere Schrotze hier. Verdoppelt. Ja, guck mal, kaum hole ich meine Schrotze, bin ich viel schlechter. Was soll das denn? Das kann doch auch nicht richtig sein. Hol ich mir eben meine Deagles hier wieder raus. Meine Desert Deagles. Und dann wird das schon. So, war hier auch was drin? Nö. Okay, dann muss ich aber erstmal gucken, wo soll ich denn dann überhaupt hin? Im Idealfall irgendwo nach oben. Ich würde spontan sagen, da. Ah, da ist ein... ah, da kann ich mich ranhängen. Okay. Das heißt, ich muss auf den da hinten. Ich habe es verstanden. Ha, jetzt kann ich auch schon während der Cutscene laufen. Ist auch mehr als praktisch.
Okay, kein Problem. Schaffe ich. Ja, jetzt habe ich es ja quasi schon geschafft. Auf den darauf kommen sollte jetzt eigentlich kein Problem mehr sein. Genau. Okay. Okay. Boah, hat funktioniert. Sehr schön. Oh Gott. Das Sicht. Oh. Oh. Oh, das wird nicht gut ausgehen. Ach so. Wo soll ich es von da machen? Von da geht das aber auch nicht, oder? Ich muss es schaffen. Das ist ein Witz. Ach, daran kann ich. I see. Okay. Kein Problem. Machen wir den Spaß hier nochmal. Coolere Kameraperspektive. Das war jetzt irgendwie in der Hinsicht unnötig. Okay, weil ich dadurch kurz stehen bleiben musste. Warum schreie ich immer so cool? Ich weiß es nicht. Okay. Jetzt weiß ich ja wenigstens, wo ich ran muss, ran kann, ran will. Was auch immer. Nämlich daran und schnell. Och! Genau. Schön, dass die wieder hochfahren. Falls man es voll verkackt. Hat das hier einen Sinn? Irgendwie nicht. Fragt mich nicht. Control Point. Mit kleinem Lag. Aber es macht nichts. So. Wow. Okay. Hi. Die Musik passt aber mal so richtig. Ach, schön. Okay, damit komme ich dann wahrscheinlich wieder hoch. Im Notfall. Aber dahinter ist ein schönes Medikit. Das wird mir nicht schaden. Und noch eins. Das wird mir auch nicht schaden. Oh. Okay, ich brauch's doch nicht zum Hochkommen. Ich brauch's, um hier weiterzukommen. Ich hab ja schon verstanden. Ist ja gut. Okay, ich weiß nicht genau, wo ich es am besten reinstelle. Ich mach's mal nach rechts. Wow. Genau. Hallo. Neue Rätsel. Hoppala. Ist da gerade irgendwas passiert, was ich nicht mitgekriegt habe? Ich glaube. Ich muss schnell sein. Na cool. Oh. Ja. Jetzt. Weil ich festhing. Deswegen bin ich jetzt nicht mehr gescheit nach oben gekommen. Das ist natürlich super. Och, komm schon. Das war jetzt in der Hinsicht gewagt und hat funktioniert. Boah, da muss ich aber. Wow. Okay, geht. Funktioniert. Katze. Gott, warum muss man in diesem Spiel eigentlich immer irgendwie so 4 Räume oder 3 Räume betreten und Sachen. Oh Gott. Und Sachen finden und. Ach, ist das krank. Ha. Hat gemacht. So, ich glaube, ich nehme mal meine anderen hier. Komm. Die nehme ich jetzt mal. Oh. Ja, danke. Hier ist mal ein kleines Medikit. Ha, ich hab's hingekriegt. Ich bin so stolz auf mich. So, tot. Alles klar. Katze, komm raus. Wasser. Ich hasse Wasser. Mann. Das Spiel hat auch nicht genügend Wasserrätsel scheinbar. Legend hat da, glaube ich, weniger gehabt. Es war da ein bisschen humaner in der Hinsicht. Und es hat auch eine bessere Story. Weil es halt mehr so auch ein bisschen mehr Story-Elemente hatte. Und auch in Japan und so rumgelaufen ist. Das war cool. Das war richtig cool. So, du hast Ringe, in dich kann ich bestimmt mein Ding ranmachen. Das hört sich falsch an. Du hast Ringe, da kann ich mein Ding ranmachen. Egal. Ich meine natürlich meinen Enterhaken.
oder Greifhaken oder was auch immer. Ist irgendwie alles das gleiche. Okay, Spiel ist ja gut. Ich schwimme ja schon. Ätzend. Okay, das sind Steine ohne Bedeutung. Ich sehe schon, dass da unten Stangen sind. Ich hätte gern komplette Luft, das wäre besser. Ich sehe schon, dass da unten Stangen sind, scheinbar. Ja, da. Ach nee, ist ein Hebel. Sonst hätte ich jetzt gedacht, dass sich der Wasserstand nach unten ändert. Und dass ich dann anfange zu kotzen. Oh. Mensch, ist aber knapp. Okay, hat funktioniert. Immerhin. Oh. Alter, Wasserrätsel. Nein. Ich will nicht schon wieder. Na schön, Spiel. Ich muss dich ja durchhaben, damit ich endlich coole neue Spiele starten kann. Oh, oh. Oh Gott. Oh, das war jetzt dämlich. Ah. Alter. Was ist das denn? Ah! Okay, ich habe schon gesehen, da ist wieder so ein... Ja, danke schön, Lara. Dankeschön. Da ist wieder so ein Käfer... Adler... Hybrid. Hybriden Scheiter. Da muss ich... Vorhin geklatscht, irgendwie so klatsch. Da ist der. Hey, egal. Wie soll ich denn das? Schnell. Wie soll ich denn das so schnell schaffen? Was ist denn für ein Witz? Oder steckt da was anderes hinter, was ich gerade einfach nicht gepeilt habe? Nee, aber es ist das nächste, was dran ist. Alter! What the fuck? Warte mal. Kann ich vielleicht irgendwie höher? Auch nicht, sonst hätte ich vielleicht gedacht, dass ich noch eine Stufe höher muss und von dann darauf springe, damit ich nicht diese blöde Zeit habe. Ach so. Okay, geht ja doch. Mensch. Okay, da geht's weiter. Schaue ich doch erstmal hier rein. Und krieg ich gleich das Kotzen? Nee, war. Oh, da konnte ich in die Texturen reingucken. Das ist auch nicht so cool. Und Lara. Geh da bitte ran. Dankeschön. Finde ich ja gut, dass du sowas kannst. Und gut hinkriegst. Krank ist denn das, ey. Oh, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich habe es gar nicht gesehen. Aha. Für irgendwas wird das schon gut sein. Ich wollte die Munition mitnehmen. Hoppa. Okay. Dann gehe ich nochmal drüben drauf. Kann schon nicht schaden. Hä? Großes Medikit. Und das ist nicht mal offen hier. Ich wette, das geht irgendwie irgendwann auf. Weil ich hätte es längst öffnen können und ich war einfach nur zu dämlich. Oh, das wäre aber ungünstig gewesen. Ja. Jetzt bin ich sowieso runtergefallen. Guck mal hier. Vielleicht sogar. Oh. Aha. Wäre vielleicht sogar irgendwie da so rangekommen. Oh, jetzt habe ich aber wieder ordentlich Leben, so. Da kann sich aber. Da kann man sich beschweren. Aber es geht. Kopfkratzen. Okay, jetzt haben wir hier oben einen Safe Point. Das heißt, falls ich runterfalle, kann ich mich einfach ersäufen. Ja, ist vielleicht keine ganz so humane Lösung, aber in so einer Notsituation mal ganz legitim. So, wie komme ich denn jetzt überhaupt? Okay. Theorie. Nicht.
Nicht richtig. Oh, Mama. Ah, das ist das Ding. Sag das doch. Ach so, das ist jetzt hier fest quasi. Okay. Na, meinetwegen. Auf einmal. Okay, da weiß ich, glaube ich, wo lang. Ja, der Part ist dann auch schon wieder bald vorbei. Komm schon, das passt hier durch. Das kriegen wir hier durch. Jawohl. So ist das gut. Okay. Oh. Ah. Oh. Ah! Oh, das war so klar. Okay, das Ding schiebe ich da noch eben hin. Oh. Mal gucken, ob wir da oben einen neuen Control-Punkt finden. Kontrollpunkt. Und dann ist der Spaß hier auch wieder vorbei. Ich bin gespannt, wie weit es noch geht. Ich glaube, Ägypten sollte das halbwegs letzte Gebiet sein. Ja, ich schätze mal beinahe, dass es noch irgendein letztes Gebiet gibt. Oder noch ein viertes, das dann aber ohne Artefakt ist und vielleicht noch nicht mehr so lang. Keine Ahnung. Werden wir... Oh, ein... Oh. Oh, es hat geklappt. Boah, jetzt will ich aber noch ein bisschen weitermachen hier. Ich will einen Save Point. Oh Gott. Hm. Aber scheinbar kriegen wir keinen. Mal da oben vielleicht. Warte mal, ich gehe. Bevor das jetzt noch schief geht, gehen wir lieber noch ein bisschen weiter nach da. Wir wollen keine Unfälle jetzt mehr hier. Was hätte fürchterlich schief gehen können? Am Arsch. Okay. Ah, da komme ich rüber. Oh Gott. Oh nein. Okay, das muss ich erstmal irgendwie aufmachen. Ja, danke, Lara. Danke, Lara. Okay, dann halt nicht. Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge Tomb Raider Anniversary wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.